Nächste Rednerin in der Debatte, Maria Klein-Schmein für Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Präsidentin, liebe Kollegen, anders als die Linke begrüßen wir die Vorlage dieses Gesetzes, weil wir meinen, 10 Jahre nachdem die Gesundheitskarte im SGB V verankert ist, muss es dazu kommen, dass wir endlich entscheidende Schritte vorwärts machen, hin zu einer sicheren digitalen Kommunikation im Gesundheitswesen. Und da muss ich auch sagen, habe ich relativ wenig Verständnis für die Position der Linken, weil normalerweise treten wir gemeinsam dafür ein, dass es so etwas wie eine öffentliche Infrastruktur in den Bereichen gibt, die grundlegend sind für die gesamte Gesellschaft. Und genau das ist ja das, was hier auf den Weg gebracht werden soll, vorangetrieben werden soll, nämlich eine öffentliche, sichere Telematikinfrastruktur für das Gesundheitswesen mit der EG-Card als Schlüssel, als Zugang dahin. Das, muss man sagen, ist öffentlicher Auftrag heute in einer Gesellschaft, die durch IT geprägt ist. Und von daher kann ich diese grundsätzliche Verweigerung an dieser Stelle nicht verstehen. Im Gegenteil, wir müssten ungeduldiger sein. Wir müssten danach fragen, wie kann es sein, dass wir 10 Jahre gebraucht haben, voranzukommen und die entscheidenden Schritte eben nicht gemacht haben, sondern dass wir in einem Innovationsstau stecken, der ja dazu führt, dass es schon ganz, ganz viele graue Nebenlösungen im gesamten Gesundheitswesen gibt, die eben nicht den hohen Standards entsprechen, die dann in diesen Gremien der Gematik immer beschworen und erarbeitet werden, aber in der Gesellschaft im Grunde in der Anwendung überhaupt noch nicht zum Tragen kommen. Und da müssen wir ja vorankommen, und darum muss es gehen. Und ich glaube auch, insofern ist das Bild der Autobahn und des Autos eigentlich auch ein verstaubtes, weil wir sind längst in einer ganz anderen Dimension, die am besten da beschrieben ist, wo es um die Fortschritte in der Telemedizin gehen wird und wo es darum gehen wird, die Gesundheitserbringer, die Leistungserbringer besser als heute miteinander zu vernetzen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite tatsächlich auch sicherzustellen, dass der Versicherte und der Patient seine Autonomie in diesem Austausch von Daten tatsächlich wahren kann. Das sind die großen Herausforderungen, die wir zu stemmen haben, und da sind wir eigentlich 10 Jahre zu spät. Das zur Linken. Trotzdem muss man sagen, auch wenn viele richtige Dinge drinstehen im Gesetz und in dem Sinne auch die Telematikinfrastruktur ein Stück vorangebracht wird, muss man sagen, es gibt eine große Lücke, und die hat damit zu tun, dass die Patienten und die Versicherten selber in ihren Zugriffsrechten auf die EG-Card, auf den Austausch von Informationen noch nicht entscheidend gestärkt sind. Und das hat damit zu tun, dass sie bisher in der jetzigen Konstruktion eigentlich keinen wirklichen Anwalt haben in der Gematik, in der Bundesregierung, in der Steuerung vielleicht auch nicht. Das muss man ja an dieser Stelle mal sagen. Und da müssen wir nachlegen. Und ich meine, da sollten wir auch gezielt darüber nachdenken, ob es nicht so etwas geben muss wie die Einbeziehung der Patientenorganisationen in dieses Setting, damit eben die patientenbezogenen Anwendungen, die versichertenbezogenen Anwendungen, wo ich wirklich entscheiden kann, wer hat Zugriff auf welche Daten, welche mache ich im Kiosk öffentlich, welche nicht, dass das überhaupt vorangebracht wird. Und von daher, meine ich, wäre das ein wichtiger Punkt, der im Gesetzgebungsverfahren eine Rolle spielen sollte. Weitere große Lücke: die Einbeziehung von anderen Dienstleistern, die ja überhaupt nicht zu vermeiden ist im IT-Bereich. Wie stellen wir sicher, dass diese Dienstleister sich wirklich an die hohen Anforderungen des Sozialdatenschutzes halten? Wie stellen wir sicher, dass die Daten nicht in irgendeiner Weise woanders hin abfließen? Wie stellen wir sicher, dass beispielsweise, wenn eine Firma pleite gibt, diese Daten nicht auch Gegenstand von anderen Verfahren werden? Da brauchen wir ein Nachsteuern beim Sozialdatenschutz, gerade auch gegenüber äußeren Dienstleistern. Auch das steht bisher aus meiner Sicht nicht im Gesetz. Da muss nachgeliefert werden. Dann
Eben angesprochen wurden bereits die Gesundheits-Apps. Auch da hat sich ein breiter Markt entwickelt. Die Techniker hat ja jetzt gerade eine Studie vorgelegt, wo wir hören, dass es fast 400.000 gesundheitsbezogene Apps gibt. Aber keiner weiß, ob sie wirklich sicher sind, ob die Ergebnisse, die dort vielleicht auch nur vorgetäuscht werden, auch tatsächlich haltbar sind, ob sie tatsächlich Einzug finden sollten in telemedizinische Anwendungen. Auch da fehlt uns bisher jegliche Regelung, wie wir es schaffen können, diese externen Angebote auch bestimmten Sicherheitsstandards, aber auch Produktstandards und Qualitätsstandards zu unterwerfen. Auch das muss passieren. Und ich glaube, das sind die großen Herausforderungen, die dieses Gesetz bisher noch nicht einlöst. Und von daher bin ich gespannt, wie im Herbst die Debatte weitergeht. Dankeschön. Vielen Dank, Maria Klein-Schmeink. Nächste Rednerin.